Ja, guten Morgen. Also, es hat die ganze Nacht geschifft. Und immer noch jetzt haben wir gerade mal eine Pause. Ja, wir sind aufgestanden. Jetzt ist, glaube ich, 7 Uhr. Ja, jetzt bauen wir hier im Nassen alles nass ab. Und versuchen da einen Platz zu finden, wo wir was frühstücken können. Ja, und dann geht's weiter heute. Aber ist schon eklig so im Nassen. Ja. Was will man machen? Ist halt so. Rucksäcke haben wir schon gepackt. Ja, und dann werden wir uns später wieder. Bis dann. So, aufgrund der Wetterlage haben wir uns jetzt mal ein bisschen verzogen. Hier unter den Vorbau dieser einen Schäferhütte. Und hier werden wir jetzt unser Frühstück machen. Ja, und dann geht's weiter auf der Tour. Ja Leute, es geht weiter. Bin gestartet, gerade aktuell. Ja. Jetzt laufen wir weiter. Ein Stück Slacker warten. Ja, keine Ahnung wie weit. Nicht so 3-4 Kilometer ungefähr. Dann gucken wir weiter. Ja, wir genießen die Natur, ist kalt. Aber die Sonne kommt jetzt ein bisschen durch. Und vielleicht wird es ja noch richtig schön. Also bis später. So, wir haben bald den Berg umrundet und jetzt geht es hier erstmal wieder so ein Pfad bergab. Das ist ganz so leicht. Das ist alles nass und rutschig. Sehr feuchtig. Aber macht wieder Oberbock. Ja. Wenn man manchmal friert und es nass ist und eklig, aber es macht einfach nur Spaß, ne? Ja, in der Sonne. Ja, so wünscht man sich das halt, wenn man herfährt, ne? So und so, 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 zack, zack und zack. Tja, oh, jetzt merke ich doch ein bisschen Feuchtigkeit. Ich komme hier auf unserem Pfad entlang und dann guckst du hier runter zwischen den Bergen, ne? Geil hier. Geil, geil, geil. Ja, Leute, schaut euch das mal an. Also wir müssen hier schon mit Händen und Füßen klettern. Es geht hier steil bergan. Ein ganz, ganz schmaler Pfad ist da hoch. Ja, muss man aufpassen, dass man nicht abrutscht und runterfällt. So, ich muss weiter auf eine Geröllfeldüberquerung haben wir. Das ganze Ding geht hier so hoch. Ach, da geht der Pfad lang, ja. Rechts hier. Ach, ja. So, Jörn ist drüben, jetzt gehe ich. Ja, Leute, ich würde ein Foto nach dem nächsten schießen wollen. Das ist einfach zu geil, die Wege hier. Schaut es euch an. Das ist wirklich ein Abenteuer. Thank you.
wird einfach nur, immer nur geiler, Leute. Aber es ist sau schwer zu laufen hier. So Leute, ja, der Jörn zapft sich mal ein bisschen Wasser. Das Geile ist, ihr braucht hier echt keinen Filter. Also ihr müsst einfach noch mal gucken, wie das Wasser aussieht, ob Schaum drauf ist. Also bis jetzt haben wir noch keinen Filter verwendet, ganz ehrlich. Wir haben überall Wasser gezapft, ohne Filter. Ist jetzt auch keine Probleme. Also wenn ihr nicht in Stadtnähe seid oder landwirtschaftlichen Regionen und so, braucht ihr euch da wirklich nicht so viel Sorgen machen. Ja, den ersten Abschnitt haben wir jetzt fast zu Ende. Wir sind jetzt an der Stromtrasse angelangt, die kurz vor dem Ende des ersten Weges ist. Und ja, da gehen wir jetzt noch durch und haben den ersten Teilabschnitt für heute, denke ich, geschafft. Ja, sieht zwar nicht so toll aus hier mit den Stromtrassen, dafür haben wir da vorher schon viele schöne Sachen gesehen. Irgendwo müssen die Norweger ja auch ihren Strom hacken. Ne? Guti. Ja, ansonsten schöne Bergketten wieder hier. Hinten ist wohl eine kleine Ortschaft hier hinten. Das sind die Häuser. Ein großer See, ne? Ja, und der Himmel reißt auch immer wieder mal auf und zeigt uns die Sonne. Das ist schön. Es wärmt gleich, weil wir sind von unten her echt nass. Also wir sind jetzt hier komplett durch Sumpf. Das war alles sumpfig und ich habe hier zum Glück die Fjällräven Geitsche Hose an. Die kann man hier unten abmachen. Also mit Reißverschluss zippt auf. Das ist gut, weil da kannst du Wasser nämlich noch höher in meine Hose eindringen. Ne? Das ist gar nicht verkehrt. Du brauchst nur die Hosenbeine aufhängen. Und es sind gleichzeitig auch Gamaschen. Ne? Schuhe sind trotzdem nass, egal welches Gore-Tex-Membran. Wenn du den ganzen Tag durch Wasser läufst, geht alles irgendwann durch. Ob Leder oder Gore-Tex, alles nass. Ja, genau. So, dann gehen wir weiter. Prost! Schau! So Leute, hier haben wir wieder eine traumhafte Kulisse. Wir waren jetzt schon ziemlich den ganzen Tag unterwegs. Eigentlich jetzt erst Mittagszeit, wir haben so um 1 rum. Aber wir haben heute schon 15 Kilometer gemacht und wir sind ziemlich kaputt noch. Das war auch anstrengend, hoch und runter und so. Und jetzt haben wir hier so eine Jagdhütte entdeckt. Die ist richtig geil. Und da unser ganzes Zeug nass ist und wir eh mal einen Wäschetag und so einlegen wollten, haben wir gesagt, wir machen das jetzt heute hier, weil hier haben wir sogar eine integrierte Feuerstelle und so. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, also heute hier zu bleiben. Wir machen jetzt hier unser Mittagspäuschen, dann hängen wir unsere Sachen alle hier zum Trocknen auf, können uns mal hier schön waschen, denn hier ist nämlich gleich ein Bachlauf, unsere Wäsche waschen, die dreckige, frische Klamotten mal anziehen und uns hier mal einen Tag ein bisschen gemütlich machen, bevor es dann morgen an den Anstieg geht. Das Ding ist hier nagelneu gebaut worden für Jäger. Leider kann ich kein Norwegisch. Hängen auch irgendwelche Benimmregeln und hier ist eine geile Feuerstelle. Aber wir nutzen uns das jetzt hier. Ist ja keiner da, ist Montag, Holz ist da, Tische, Bänke, da werden wir dann drauf pennen irgendwie, mal gucken. Ja, genau, und mal alles trocknen. Schuhe, alles ist nass. Ja, seht ihr ja hier die komplette Ausrüstung, alles nass. Mal alles mal aufhängen, Zelt und so. Und da bietet sich das ja hier an, nicht wahr? Ne, freilich. Guck mal, ich glaube, das Gas ist alles. Ein bisschen kommt noch. Naja. So. Genau, und da werden wir uns hier heute Rest vom Tag gut gehen lassen. Ich meine, der Himmel sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn es jetzt heute noch aufreißt. Und es kann natürlich sein, dass da nachher nochmal Schutt runterkommt. Dann sind wir dann froh, wenn wir hier in der schönen Hütte sind.
Genau. In diesem Sinne, melde ich mich später nochmal. So, die meiste Arbeit ist gemacht. Die Wäsche ist gewaschen. Wir sind gewaschen. Dann hängt alles hier so. Wasserversorgung haben wir. Ja, und jetzt trocknen wir die Schuhe noch und haben uns jetzt ein kleines Lagerfeuer schon angemacht hier, dass es mal warm wird, denn es ist heute ein bisschen kühl. Ja, dann lassen wir es uns weiter gut gehen hier den Tag über. Ja. Jo, tschüss. So, So Leute, ja, das Abschlussvideo für heute, denn es wird jetzt gleich dunkel. Wir sitzen hier schön gemütlich am Lagerfeuer. Ja, und wir haben eine Entscheidung getroffen für morgen. Und zwar haben wir entschieden, weil wir uns heute etwas ausruhen konnten und alles trocknen konnten, dass wir morgen früh sehr früh aufstehen werden, das heißt um 4 Uhr. Denn wir wollen dann auf den Berg aufsteigen und wenn es klappt und wir rechtzeitig dort sind, den Sonnenaufgang mitbekommen. Dass wir mal ein paar schöne Sonnenaufgangbilder kriegen. Das wäre richtig cool. Das ist unser Ziel. Deswegen wird es auch heute nicht mal allzu lange. Nö? Nö, Papi. Ja, wir gehen nach früh ins Bett, nö. Und ja, da kommen bestimmt ein paar schöne Bilder. Also, dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, ne? Ciao. Tschö. Thank you.